Ist ein schweres Thema, so früh am Morgen, aber es ist ein wichtiges Thema. Und genau darauf wollen wir auch aufmerksam machen. Wenn wir es nicht zeigen, macht es keiner. Andere nehmen im Lockdown zu. Nur ein bisschen. Nachwuchs. Ja, aber es gibt ja einen Mann, der hat genau das Gegenteil hinbekommen. Kölner Hamun, der hat gerade satte 50 Kilo abgenommen. Also wo alle anderen irgendwie futtern, hat er Disziplin gezeigt. Ohne Fitnessstudio, nur mit eisernem Willen. Ja gut, macht doch alles Sinn, muss ich sagen. Die Einkaufs-App habe ich übrigens. Die ist richtig gut, weil man nämlich sonst sein Handy immer mit Maske entsperren müsste. Im Laden geht ja nicht, deswegen habe ich es auf der Uhr. Aber du bist sowieso der Obertechnik-Freak. Du hast einen Technik-Ring, eine Technik-Uhr, Technik in der Hosentasche, Technik zu Hause, Siri, Alexa, alle am Start. Endlich wieder Schule. Ganz normale Schule. Reagieren. Es sind nämlich nicht alle freudig. Dazu gleich mehr im Frühstücksfernsehen um 6. Wir sind fast perfekt pünktlich. Gleich ist es 5:05. Der Hund schlittert noch mal durch. Läuft gegen den Tisch. Zeit für Max Oppel. Hier sind die ersten Nachrichten des Tages. Genau. Sag mal. Ja, wir müssen es ja nicht andauernd anmoderieren. Aber man kann ja schon darauf hinweisen. Jetzt ein Thema eigentlich für dich, mein Freund. Ewige Jugend und Schönheit. In Hollywood gibt es jetzt einige Männer, bei denen hat man das Gefühl, die altern nicht. Kannst du dir mal ein Beispiel dran nehmen? Was? Frechheit. Frauen, wenn die im Alter noch richtig gut aussehen, heißt es natürlich gleich, oh, die hat doch was machen lassen. Da ist doch geschnitten und hier. Und bei Männern glaubt das einfach keiner, weil man immer bei Männern denkt, die kommen aus dem Wald. Toxspritzen, Hyaluronunterspritzung. Die Stars, über die wir gerade reden, sind natürlich alles super attraktive Kerle. Aber auch sie haben mitbekommen, dass es Ärzte gibt, die ein bisschen nachhelfen können. Und das nehmen die wirklich in Anspruch. Oh. Du siehst natürlich genauso frisch und schön aus. Ey, sag mal, was ist denn hier? Ich nehme alles zurück, was ich gerade gesagt habe. Was denn? Ist gut jetzt, Schätzchen, ist gut jetzt. Jetzt spricht Prinz William über den Gesundheitszustand von Opa.